Okay, hallo, 1, 2, 1, 2, geht los. Hallo, ich bin Max Herre, ich bin Musiker, ich wohne in Berlin und bin in Stuttgart aufgewachsen und ja, mach lange, lange Musik, fast 20 Jahre. Zuerst gehört für Coffee Circle habe ich über einen gemeinsamen Bekannten, den wir haben, der erzählt hat, wer die Jungs sind und was sie machen und was das Spezielle dran ist. Und dann haben wir uns ziemlich schnell getroffen, das erste Mal auf eine Solar-Party. Wir sind umgezogen mit dem Büro und da waren sie so nett, Kaffee zu kochen für uns. Und da haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen und unterhalten. Mir gefällt an Coffee Circle vor allem, dass es ein paar Jungs sind, die eine Idee hatten und eine Begeisterung haben für eine Sache und das wirklich durchgezogen haben. Also was ich toll finde, ist eben, dass tatsächlich dir über jede Bohne erzählt werden kann, aus welcher Kooperative in Äthiopien kommt sie, wer sind die Leute, die das produzieren, wie geht es den Leuten, was haben die für Bedürfnisse, wo wird wie geröstet, was ist wichtig für die Röstung und wirklich einfach diesen Weg nachzuzeigen und damit eben eine Verbindung zu schaffen zu diesem ursprünglichen Rohstoff. Ich glaube, dass es immer interessanter wird für Menschen und immer wichtiger auch, dass man diese Entfremdung eigentlich umkehrt und sagt, ich will wissen, was ich trage, ich will wissen, was ich esse, ich will wissen, was ich trinke. Und ich finde es vor allem kein Widerspruch sozusagen, zu sagen, man hat was wirklich gern, es schmeckt einem wirklich und es ist trotzdem nachhaltig produziert. Was ich auch spannend finde und wo ich merke, es gibt immer mehr Fans davon, ist die Kaffeezubereitung an sich. Also das ganze Ding irgendwie als so ein Zeremoniell zu begreifen. Man nimmt sich Zeit, diesen Kaffee zu. Also für mich war es also immer so, ich gehe ins Café und ich kriege den und dann trinke ich den schnell. Oder wenn ich mir einen mache, ich habe so eine French Press, da geht es auch eher. Also es ist weniger so dieser Moment, das zu machen, sondern es geht eher Zielfoto. Ich brauche diese Tasse und wie komme ich dahin? Die Art und Weise, wie die Kaffeegenuss definieren und auch verstehen. Also auf diese Aromen da zu gehen, diese 800 Aromen, die es gibt im Kaffee, während es in Wein zum Beispiel nur 400 gibt, fand ich eine unglaubliche Erkenntnis. Wenn man sich interessiert für den Kaffee, ich finde sie am wichtigsten, weil es ist jetzt keine Charity-Aktion oder sowas, sondern es ist toller Kaffee. Also unbedingt probieren. Wenn er einem schmeckt, dann kann man auf die Seite gehen und sich informieren über das Konzept von Coffee Circle, was es wirklich bedeutet, dass sie da hinfahren, dass sie in die Kooperativen gehen, dass sie für jedes Jahr den Kaffee neu aussuchen, wie sie rösten und so weiter und eben auch, was sie an Projekten betreiben in Äthiopien. Dann, ja, also unbedingt auf die Seite gehen. Es gibt da viel zu lernen und zu gucken. Und es ist tatsächlich so, dass es eben eins, dass sie Projekte machen, die auch eben komplett transparent und nachvollziehbar sind. Auf jeden Kilo geht ein Euro in ein Projekt in Äthiopien und dieses Projekt kann man sich angucken auf der Seite und man weiß ganz genau, was man da unterstützt. Wenn man diesen Kaffee kauft, der einem am besten vor allem schmeckt.